Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei NoJumpReview. Wir sind heute mal wieder mit einem neuen Video. Heute mal wieder hier in Bioshock. Oh, aha, ich will mal rennen. Hier wieder in Bioshock. Jo, und das letzte Mal, ne? Jo. Wo muss ich jeden hin? So. Okay, ich habe auch normale Pistolenkugeln. Das ist schön, das ist toll. So. What the fuck? Ich wollte das gerade durch. Ich wollte dich gerade durchstöbern, du. Ich wollte dich nicht durchstöbern, du. Da ist noch ein Pep-Riegel. Lime, noch was. Okay. Der ist hier auch nicht. Alter. Der Trennschalter ist hier drüben, jawohl! Warum kann sich Ryan nicht selbst um diesen Scheiß kümmern? Weil Mr. Ryan Wichtigeres zu tun hat, als für Loyalität in seinen Reihen zu sorgen. Bestell Fontaine schöne Grüße, du dreckige Ratte! Okay, da unten liegt er jetzt. Strom deaktivieren. V. Autohacker natürlich. Oh fuck, ich wollte nicht schießen. Hier ist nichts mehr. Da unten möchte ich nämlich hin. Das sind nämlich Bolzen für meine Armbrust. So, hier mal ist nichts mehr. Andrew. Das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Rapture wieder auferstanden sein. Ich werde die Parade anführen. Wer war denn das, werden sie fragen und auf die traurige Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Weiß es nicht. Splittergranate. Zack. So. Ich habe Mr. Ryan angefleht, Fontaine Futuristics an die Leute von Atlas zu übergeben, als eine Art Friedensangebot. Aber dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an. Nein, er spliced und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer stärkere Klassifizierung. In Rapture findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Nur geht es nicht darum, wer die besseren Kanonen oder Bomben baut. Es geht darum, wer schneller vom Menschen zum Ungeheuer werden kann. Okay. So, das setzt sich gar nicht ein. Dann haben wir hier. Ein. So. Ich habe die Kleine, die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt. Ich habe einen auch schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat, habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Keyboards und den Werkstätten gegeben. Rapture ist wohl nicht mehr zu retten, aber manchmal ist die große Kette noch ganz gut zu gebrauchen. Okay, wohin, mein lieber Pfeil? Aber da lang. Suche den Hitzemonitor. Geh zum Werkraum. Ich kann den Namen nicht aussprechen, sorry. So, das war nichts. Bei Ionengel. Oh, und da liegt ja noch was. Einmal. So. Ein Mann baut eine Stadt auf dem Meeresgrund. Das ist ein Wunderwerk. Ein anderer Mann ist zufällig an Bord eines Flugzeugs, welches genau über dieser unterseeischen Stadt abstürzt. Und das ist wahrlich das viel größere Wunder. Okay. Rapture, ich hab dich bald wieder gerettet. Sieht mir voll komisch aus, so. Wenn ich's mal sagen darf. Sieht mir voll komisch aus. Headshot. What the? Okay, da kommt wohl nur Granaten raus. Denke ich mal. So gesehen. Noch Feuer, da habe ich noch eine Armbrust. Den durchsuchen. Hier mal. Safe. Safe ich jetzt mal nicht. Ich nehme abfackeln, das hilft nicht. What the fuck?
Okay. Wollte eigentlich die hier nehmen. Nein, ich wollte es hacken. Boah, ich will dich hacken doch. So. Halt's Maul. So. Jetzt. Ne. Pam! Ein Schuss. Sniper hier. Oh fuck. Komm hier hin. Das allerdings. Ich habe gar nicht hin. Also ich kann nicht rein. Nein. Will sie mich selbst. Und hier werden wieder überall Big Daddies rumpimmeln. Oh Junge. Hallo. Falls ich mich täusche, endet ein unschuldiges Mädchen an Ryan blutiger Trophäenfang. Falls ich recht habe, naja, ich hoffe mal, ich habe recht. Oh fuck. Ah! Ich häng fest. So. Wo ist denn der? Wo ist der? Da. Oh. Ganz ruhig. Mr. B wird nichts passieren. Hier wird auch nichts passieren. Nein. 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 Kann man schon auswendig hier. Okay, so. Oh, kurzer Leck. Blabla Werfer. Weiß nicht mehr, was das für ein Werfer war. Ich hab's gerade nicht gelesen. Oh. Was für ein bescheuerter Traum. Irgend so ein Obstbaum hat sich gedreht wie der Deckel auf einer Flasche und Saft in Ryans Kehle geschüttet und das Schwein erstickt. Aber als ich näher hinsah, war es gar kein Baum. Das war die Kernsteuerung dieses Dings da, das die Magnetschlösser an Ryans Tor speist. Man kann die Energiezufuhr nicht unterbrechen, sie kommt direkt aus den Vulkanschloten. Ryan bekommt immer seinen Saft. Wahrscheinlich könnte man den Hurensohn darin ersäufen. Das Gerät scheint unvollständig zu sein. Finde ein Tagebuch, das der Gleifjumas fertigstellt. Das Grundgehäuse ist fertig. Ich habe eine Ladung Nitroglycerin in meinem Büro. Die verwenden wir als Initialzünder. Jetzt brauche ich 4 abgeschirmte R34-Kabelbrücken, um den Schaltkreis zu umgehen. Dann eine halbe Dose Ionengel. Das gibt der Mischung erst richtig Zunder. Das müsste den Kern in den Nachbrennermodus versetzen, so zu einer Überspannung führen und den Überlastschalter an Ryans Tor auslösen. Soweit die Theorie. Entweder es klappt wie am Schnürchen oder halb Rapture fliegt dabei in die Luft. Naja, wer nicht wagt. Der nicht gewinnt. Manche deiner Forschung. Bla bla bla. Führen diesen. Erhöht den Schaden durch Forschung. Erstmal ein Genbanklager an. Okay. Wie willst du es noch mit deiner Hand machen? So. Ja, hier. Okay, was muss ich jetzt finden? Ja. So. Kurz, da. Bla bla. Ionengel. Weiß du schon, wo eins liegt? Was willst du denn von mir? Ja, ich weiß, dass ich die fertigstellen sollte. Also jetzt ist mal Ionengel. Kann ich das dann nicht hier drauflegen, so?
eingeschlossen. Okay, kannst du... Okay. Jetzt kommen wir gleich wieder... das ist da lang. Muss ich aber gar nicht. Wo bist du? Oh. Oh. Da schau ich hin. Oh Junge, jetzt komm hier. Ne! Das ist mir jetzt nicht gefallen. So. Was ist hier denn? Hör mal auf! Hey! Falscher Code. Hacken. Auto-Hacker. Da vorne liegt nämlich was. Aua. Mist. Das geht doch kaputt. Was ist denn los mit dir? Tut mir nicht weh. Meine Fresse. Jetzt hat... Ah, ne. Fließt Blut auf den Straßen? Gewiss. Haben einige beschlossen, sich durch unvorsichtiges Splicen selbst zu vernichten? Zweifellos. Aber ich werde keine Verordnung herausgeben. Ich werde kein Gesetz erlassen. Die große Macht, die große Kette der Schöpfung bewegt sich langsam, aber dafür weise und umsichtig. Unsere Ungeduld öffnet dem Parasiten Tür und Tor. Und wenn man ihn erstmal hereingelassen hat, wird er nicht mehr aufhören, die Stadt von innen aufzufressen. Die Drahtbündel habe ich. Einen von vier. Gegen Geld. Ach komm, lass mich. Leck mich. Hier gehe ich nochmal lang. Muss ja oben was sein. Oh yo. Hier ist ein Oller, der mich töten möchte. Genauso wie eine Maschine, die mich töten möchte. Den Ollen brenne ich jetzt erstmal an. Na? Ja, das ist weh. So, jetzt bist du das tot. Ich wollte schon sagen, du stirbst nicht. Okay, auch noch was. Essen, Geld. Pistole. Okay. Oh, Juwert. Juwert! Hier kann was drin sein. Kann ich mal versuchen zu hängen. Ah, fuck! Naja, Auto-Hacker benutze ich jetzt nicht. Okay. Muss ich immer noch ein paar Sachen finden? Nein. So. Meine Küche, warum leckt das denn manchmal? Was jetzt? Ich weiß nicht, wo drin das liegt. Hier. So. Musst du mal was gucken. Was hab ich so? Peng, peng. You shot me down, bang, bang. Yeah, I hit the ground. Ich halt's mal. Alter, was wollt ihr denn? Von mir. Mann! Ich bin einmal in Ruhe. Oh. Oh, mein Leben. Habt ihr das gerade gesehen? Nicht? Okay. So, hier war es da vorne noch was. Lalala. Halt. So. Ach, mein Handy ist 100% geladen, Leute. Hier ist auch noch was. Ionengel. Ziel erreicht. Hier müsste, glaube ich, noch was drin sein, wenn ich mich nicht täusche.